herzlich willkommen zu unserer dritten Mystery Challenge. Wir haben uns wieder Zutaten mitgebracht, von denen wir ausgehen, dass der andere sie vielleicht nicht kennt oder nicht ganz so häufig verarbeitet. Ich fange einfach mal an, ganz dreist. Ich freue mich nämlich auf meine Zutaten und bin gespannt, ob du es direkt erkennen wirst. Ja, ich bin auch mal gespannt. Kann man es roh essen? Man kann es roh essen. Okay, schon gut auf. Und da ist es. Das ist ein bisschen seltsam, ne? Irgendwie komisch, ja. Also vom Geschmack her ist es schon sehr korianderlastig, aber die Konsistenz ist so anders. Auch so ein bisschen der typische seifige Geschmack. Es ist aber so blättrig, also es fühlt sich wirklich so fest blattartig an, wie bei so einem Lorbeerblatt, wenn das noch nicht getrocknet ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, die ganzen Asialänder haben ja verschiedene Koriandersorten und ich kenne halt den vietnamesischen Koriander. Dann können wir es auch auflösen. Es ist vietnamesischer Koriander tatsächlich. Ich kenne ihn auch ein bisschen mit kleineren Blättern auch und mit so dunkleren Streifen drauf. Schmeckt total nach Koriander, aber irgendwie noch schärfer, würziger irgendwie, finde ich. Also ich mag zum Glück auch Koriander, aber so in Rohform jetzt ganzen Mund voll. Ist schon ein bisschen hart. Ja. Gucken wir mal, was wir damit kochen. Kann ich, glaube ich, wirklich noch nicht. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob du meine Zutat kennst, weil ich habe etwas mitgebracht, was man von früher her kennt. Okay. Meine Zutat kommt reingeflogen, also Achtung. Okay. Huch. Das ist komisch, wenn du die Augen zuhörst und jemand ruft, Achtung. Achtung, komm weg, Kopfnuss. So, ich muss kurz ein bisschen was schneiden, aber lass dich davon nicht irritieren. Oh Gott. Ich mache es auch wirklich in den Mund groß, also. Danke. Ja, ich bin manchmal nett. Darf ich es in den Mund stecken? Unbedingt. Großes Stück, kleines Stück? Klein, bitte, klein. Mini. Ich glaube, das ist ein gutes Versuchstück. Mund auf. Guten Appetit. Ist ganz schön hart. Ja. Ein bisschen trocken. Schmeckt ein bisschen wie Kohlrabi, finde ich. Ja. Wie so eine Rübe irgendwie, also irgendwie sowas. Nach was schmeckt es denn noch so nach wie Kohlrabi? Es schmeckt echt wie Kohlrabi, nur intensiver, würziger irgendwie. Und schon irgendwie ein bisschen süß, ein bisschen karamellig, ich habe keine Ahnung, salzig, bitter. Es schmeckt sehr nach Kohl, finde ich. Würdest du es roh essen auch oder denkst du, das müsste eher noch gekocht werden? Also ich könnte mir so als Gemüsesticks jetzt auch vorstellen. Mhm. Ja, irgendeine Rübe auf jeden Fall. Ja, also das ist schon mal richtig. Ich kann das auch gelten lassen, wenn du möchtest. Ja, das lassen wir gelten. Komm, ich lasse es gelten, kannst du angucken. Ah, eine Steckrübe, geil. Asiatisch und Steckrübe. Naja, schauen wir mal. Fusion-Style, why not? Ja. Also ich glaube, den Koriander können wir schon mal so ein bisschen gedanklich raussortieren. Den machen wir irgendwie so ein bisschen drüber. Das ist die Liebe obendrauf. Genau. Ja. Du hast ja gesagt, irgendwas mit Sticks und Pommes. Ja. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Irgendwie raspeln, so als Puffer oder sowas? Puffer finde ich gut. Dann hast du noch den Crunch, wenn du es dann ausbackst. Ja. Und dann vielleicht noch irgendwie ein Dip dazu. Vielleicht so Wildkräutersalat mit Koriander gemischt. Ja. Asiasalat mit deutschen Steckrüben-Puffer. Klingt gut. Ja, oder? Wir probieren es einfach aus. Ja, dann brauchen wir eigentlich nur noch die Zutaten. Ja. So schnell kann es gehen. Oh, das sind sie ja schon. Dann können wir direkt uns ans Kochen machen. Ich kann gerne anfangen, die Puffer einfach zu schälen, raspeln. Ich war letztens ja in Vietnam, erst im Urlaub. Und da haben die, da ist normalerweise, sind da ganz, ganz lange Wurzeln dran. Ja. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, aber man kann es ja auch so ein bisschen erkennen, dass da irgendwie noch was kommt. Ja. Und die werfen die Wurzeln immer in die Suppe mit rein. Ich glaube, das kann man so ein bisschen vergleichen, wie wenn wir eine Petersilienwurzel oder so in die Suppe reingeben. Stimmt eigentlich. So machen die das dann mit dem Koriander. Also ich mag Koriander sehr gerne und wir haben halt einen kleinen Garten. Und der wächst sehr gut. Oh. Ich dachte vielleicht, mit den Klimazonen hier kommt er nicht so zurecht. Aber doch, schafft er. Es wird ja immer wärmer. Wie wollen wir unseren Salat machen? Essigöl. Ich glaube, wenn wir den besonderen Dip haben, die besonderen Puffer. Ja, ne? Dann ist das vielleicht ganz gut. Wow. Also Steckrübe ist wirklich hart. Also abzureiben, ne? Also, ich weiß nicht, willst du mal dein Glück? Also ich finde, die ist echt härter als eine Kartoffel auf alle Fälle. Also wer eine Küchenmaschine dafür hat, go for it. Vorsicht, Finger. Puh. So, Kartoffel. Also farblich ist schon mal eigentlich ganz nett. Für die Bindung schlage ich noch ein Ei drunter. Was hältst du davon, wenn wir das Süßkartoffel-Putengulasch mit runter machen? Weil es ja auch für Kartoffeln ist und Kartoffeln haben wir auch. Also ja, und Süßkartoffel ist so ähnlich wie die Steckrübe. Schon zumindest irgendwie, ne? So süß. Ja. Ja, ja, lass uns ausprobieren. Okay, perfekt. Liebt das, das riecht. So, manche Gewürze, die machen einfach alles besser. Isabella, möchtest du ein bisschen kneten? Ach du machst es schon wunderbar. Ich mach mal unser Salatdressing. Sherry-Essig, Honig und Olivenöl. Machen wir lieber kleine Püfferchen, oder? Oh ja. Reicht oder möchtest du ein bisschen mehr? Ich glaube, es reicht erstmal, oder? Ah, Isabella, ich bin so ungeduldig. Wollen wir nicht einfach doch schon alle reinmachen? Ja, komm, egal. Komm, wir machen noch Öl rein. Ja. Wir machen eine Frage. Leben am Limit. Das riecht auf jeden Fall gut. Das riecht super gut. Geil. Einer noch? Sollen wir die noch ein bisschen rund machen, bitte? Quatsch. Oh, platt drücken.
Hast du schon mal den Trick gesehen, dass man einfach einen Teller oben drauf legt? Und dann hier ja. Aber mit dem Fett ist es dann irgendwie... Ja, es ist auch Leben am Limit. Es ist halt ein bisschen Risiko. So, Dip ist fertig, Salat ist fertig. Eigentlich müssen wir jetzt nur warten. Hey! Ja. Also ich hätte meinen gern bitte schön so richtig kross. Dunkel, ne? Auch. Und dunkel. Ja. Das ist richtig knackt, wenn man drauf beißt. Soll ich uns schon mal ein Tellerchen holen? Vielleicht mit ein bisschen Küchenpapier zum Abtropfen? Ja. Ich habe immer das Problem, wenn ich am Wochenende machen wir ganz gerne Pancakes. Oh. Und das dauert halt auch immer. Also entweder dieses Warten und Wenden immer in der Pfanne, denkt man, oh mein Gott. Deswegen mache ich die ganz gerne im Backofen auf jeden Fall. Aber da habt ihr doch letztens erst ein Rezept dazu entwickelt, und nicht? Genau, wir haben ein Video sogar mit Lisa. Das, ich glaube, ich bin auch dabei. Echt? Ich verlinke es mal, Junge. Ich habe Hunger. Hast du irgendwie so einen Tipp, wie muss ich die Zeit vertreiben beim Kochen? Was machst du denn, wenn du jetzt deine Pancakes bereitest am Sonntag? Gute Frage. Pfannenwender, Tischtennis oder so? Vielleicht so dann auf den Dip? Auf den Dip nur? Oder vielleicht farblich schöner, ne? Auf die Puffer? Ja. Oh, ich bin nervös. Schön ist es schon mal. Oder? Ich glaube, man kann es auch essen. Dann bleibt uns nur noch das Probieren. Yeah! Ich probiere erstmal Puffer und Creme. Ist lecker. Also auch hier der Koriander in diesem Ziegenkäse. Haben wir gut gemacht. Bin begeistert also. Ich weiß nicht, ob man direkt drauf kommt, dass es eine Steigrübe ist. Aber schmeckt auf jeden Fall interessanter als der normale Kartoffelpuffer. Es hat mal wieder viel Spaß gemacht, mal so kreativ drauf loszukochen. Und wir haben ja noch zwei andere Mystery Challenge gekocht. Die könnt ihr euch auch mal hier oben anschauen. Es sind auch nämlich sehr coole und spannende Ergebnisse rausgekommen. Und ansonsten könnt ihr noch hier unseren Kanal abonnieren. Da, genau. Irgendwo da. Und wir essen weiter. Ja, wir haben ja noch zum Glück ein paar mehr. Also dann, viel Spaß. Lasst es euch schmecken. Tschüss. Tschüss.